Heute geht es um eine weitere Bandempfehlung, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und zwar geht es heute um die Band Missouri Quiet. Die Band aus Russland macht einen epischen technischen Deathcore und wie das klingt, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Ich zeige euch jetzt noch eine Band, die finde ich sehr, sehr geil. Es ist auch wirklich so eine sehr, sehr krumme Story mit dieser Band. Ich habe die damals über Bandcamp kennengelernt. Das ist halt eine russische Technical Deathcore Band namens Missouri Quiet. Die haben halt erstmal auch wirklich, ne, die haben eine EP rausgebracht, ne, wirklich sehr, sehr geil. Dann haben die eine ganze EP rausgebracht, nur mit Suicide Silence Cover Songs, ne, auch wirklich so auf ihrem eigenen Stil, ne, auch richtig gut gemacht. Und dann haben die halt das Album Through the Millenniums rausgehauen. So, und ich wollte dieses Album, das war für mich immer dieses Album, das möchte ich unbedingt als CD oder Vinyl oder Tape in meiner Sammlung haben. Und das war noch in dieser Zeit, da war ich noch ein bisschen jünger, da hatte ich noch keinen eigenen kein eigenes PayPal und so weiter, dann konnte ich halt noch keine Sachen bestellen. Und deswegen habe ich die halt damals nicht bestellt. Und dann gab es halt ein bisschen Stress mit dieser Band, weil die Sache ist, ne, die haben halt das ganze Geld bekommen, das Album ist nie rausgekommen, nur digital, und die Band ist einfach vom Erdboden verschluckt gewesen. Und alle Leute natürlich, ey, wir wurden gescammt, ne, man darf diese Band nicht mehr unterstützen, und ich war halt wirklich mega enttäuscht, ne, weil wirklich, wie gesagt, ich wollte dieses Album immer unbedingt haben. Und die sind jetzt, glaube ich, letztes Jahr zurückgekommen, haben ein Statement gemacht, ey, ne, war scheiße von uns, aber damals, wir waren komplett am Ende, weil unser Manager hat das ganze Geld gehabt und der Manager ist abgehauen mit dem ganzen Geld und die Band stand da ohne einen Cent und ohne die CDs gar nichts, ne? Und Been There, Seen That, das Label, Grüße gehen raus an Ryan Peter, der hat gesagt, ich kümmere mich darum, ich werde diese CD machen. Die Leute, die damals bei denen bestellt haben, kriegen die CD umsonst zugeschickt und die anderen Leute können die CD natürlich einfach bestellen. Und ich war noch nie so schnell. Die CD steht jetzt bei mir schön im Schrank. Es ist immer noch ein 10 von 10 Album für mich. Ein Song von denen ist tatsächlich auch immer noch mein Wecker. Aber das ist halt eher so ein Interlude, deswegen. Aber ich stelle euch jetzt einfach Missouri Quiet vor mit dem Song Reu Nu Perd Em Hu Part 3 A New Menefa featuring Max Kovalenko. Let's go. Let's go. Ich bin alleine dieser Sound ist sehr, sehr geil. Das ist halt auch einfach direkt so schon ganz gut. Du hast halt so diesen Breakdown-mäßig, einfach so einen Breakdown-artigen Part, aber auch wirklich sehr simpel gehalten. Und dann hast du halt noch diese und so, ne? Das passt ganz gut. Das kombiniert ist einfach super. Ja, so technical. Ich liebe diese Vocals. Na, guck mal, diese Vocals. Du hast so richtig tiefe, füllige Lows, ne? Heißen auch richtig geil. Mit Vocals. Der ballert dir alles hin. Und das finde ich geil. Das hat mich halt damals auch wirklich bei dieser Band direkt fasziniert, wo ich meinte so, ey, das ist das, was ich gebraucht habe. Und immer so diese technischen Parts. Diese Riffs sind einfach so gut. Schöner Skankbeat. Das fand ich auch mal ganz geil, dieser Effekt, dieser und dann kommt dieser Breakdown. Und immer diese Diddle-Idee. So Kleinigkeiten, aber immer so ein bisschen noch so einen Technical-Part reinballern.
Mädel. Jetzt wieder dieser Anfangspart. Vor allem die Sache ist, das ist tatsächlich einer der weniger technischen Songs. Also wenn man wirklich Nuclear Earth, glaube ich, hieß der Song, wenn man den sich anhört, direkt am Anfang dieses, die sind da die ganze Zeit total am Ausrasten. Also es ist einfach geil. Aber diesen Song finde ich halt einfach super, weil der halt einfach irgendwie so alles mit sich bringt. Und am Ende, ich finde halt das Ende halt noch richtig geil. Deswegen wollte ich halt diesen Song euch zeigen. Aber wirklich dieser Song, also diese Band einfach geil. Die haben auch einen Song mit Dan Watson, ne, ehemals Enterprise Earth, ne, so, also die sind auf jeden Fall echt auf einem sehr, sehr hohen Level. Jetzt schön dieses Solo. So am Scheppern. Schöner Build-up von Breakdown. Das halt auch, ne, das finde ich halt so sehr geil, so dieses so ein bisschen so ne, so ein bisschen so treibend und dann halt diese Vocals finde ich halt dann wirklich was anderes, ist halt so ein bisschen in diese Hardcore-Schiene und so. Das fand ich halt einfach immer geil. Du hast halt durchgehend so diesen Switch aus dieser Sprechstimme in die Low, also in diese Shouts und wieder zurück. Und das finde ich halt immer so geil, dieses Hin- und Herspielen, dieses Hin- und Herwerfen mit der Stimme, kann man sagen. Die Double Bass rein. Auch sehr schöner so schön episch. Ah, und jetzt, oh mein Gott. So. Jetzt zeige ich euch einfach, wie wunderschön das ist. Und das ist dann halt so ein Skip dann direkt auch noch in den nächsten Interlude, aber der ist halt nicht auf diesem Song. Aber hört euch das jetzt an, wie episch es einfach ist. Oh, direkt Gänsehaut. Ich weiß tatsächlich noch, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mich direkt inspirieren lassen und ich wollte auch für meine Band damals fürs Intro, für, ne, wenn wir halt irgendwie eine Show haben oder so, genau sowas machen. Aber ich konnte sowas natürlich nicht programmieren, ich hatte auch nicht die Mittel und so weiter, ne? Das klang halt total nach Scheiße, aber ich
dachte mir so, sowas würde ich halt echt gerne haben. Weil wirklich, du hast halt die ganze Zeit so diese schönen Streicher, dann hast du auf einmal noch diese Trommeln so, ne? Und dann hast du auf einmal dann noch da ein Instrument und da hast du noch was. So ein richtig ganzes Orchester und du denkst dir so, boah, was passiert da? Dann diese hohen Streicher. Und jetzt dieser epische Chor noch. Das ist so gut. Und dann kommt mein Wecker. Nein, aber wirklich, was ist das bitte für ein Song, oder? Vor allem auch das Ende. Nee, also wirklich, diese Band, die hat mich damals wirklich direkt umgehauen, als ich die gehört habe. So, ne? Wie gesagt, die haben viel, viel technischere Songs, ne? Also, falls jemand mehr Technical haben möchte, ne, gönnt euch auf jeden Fall Nuclear Earth. Genau, Nuclear Earth heißt der Song. Das ist halt wirklich ein Banger, ne? Ein Verbrecher. Ich muss sowieso sagen, dass es sehr viele gute Metal-Bands halt aus Russland gibt. Oder halt vor allem, wenn es darum geht, auch so um Brutalität, ne? So, ne? Beispielsweise die hier, My Autumn, oder halt zum Beispiel auch We Are Obscurity, ne? Das sind halt auch alles wirklich krasse Bands. Und ja, das ist halt einfach so eine Band. Ich mag halt diesen technischen Part, ich mag diese Vocals, ne, ich mag diesen epischen orchestralischen Part, ne, den die halt auch teilweise drin haben. Und das ist halt alles einfach so stimmig und das ist halt einfach so gut an dieser Band, was ich halt einfach so schön finde. Und ja, deswegen, das ist auf jeden Fall eine meiner größten Bandempfehlungen. Ich frage mich eigentlich, warum die erst so spät kamen. Aber wirklich, ich kann diese Band wirklich nur jedem ans Herz legen, der Deathcore liebt.